Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zur wirklich letzten Folge Icarus Styx. Wieder mit dabei, mein Kumpel Wutknuppel. Wieso habe ich jetzt auf einmal ein Gewichtsproblem? Was ist... Hä? Normal bin ich der mit dem Gewichtsproblem, oder? Moin. Keine Ahnung, ich muss mal kurz hier irgendwas auslagern. Ja, Leute, wir sind wieder zurück zur Base gelaufen. Aber wir wollen ja nicht ohne Sang und Klang hier abtreten. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir nochmal so eine Vaporizer-Mission. Warum ich auch immer Vaporizer sage. Guck mal, was hier steht. Hier steht ein Fabrikator, in dem man sein Gewehr reparieren kann. Genau. Sei froh, dass ich nicht weggeworfen habe, sondern nur vergessen. Allerdings sind gerade die Betonwände ziemlich schwer. Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen auslagern. Jetzt ruckelt es ganz kurz, weil Wutknubbel gerade ins Spiel kommt, Leute. Nicht wundern. So, die Sichel, die haue ich hier auch mal an die Werkbank. Was habe ich denn hier noch so Überflüssiges, was hier gerade so schwer ist? Ich nehme mal noch 4 von diesen Wänden mit. So, halt. Falsch. So, zack. Zack. Und dann nehmen wir hier 2 Rampen mit. Genau. Ich wiege immer noch so viel. Frag mich nur, an was es liegt. Wartet, Leute, ich guck gerade mal. Die 4 Wände, 4 Betonrahmen, die 20 Steinböden, die sind halt aber auch ein bisschen übertrieben. Wir brauchen ja eigentlich nur 4. So. Jetzt wird es auch was mit dem Hinlaufen. Problem ist an der ganzen Sache, wir konnten den Vaporizer jetzt nicht reparieren. Das bedeutet jetzt, wir haben, glaube ich, nicht genügend Mats, um jetzt den Rest noch zu bauen. Also für einen neuen. Das weiß ich gerade nicht. Ich gucke gerade mal. Warte mal, wo ist denn das? Es fehlen Verbundstoffe und Elektronikteile. Ja, Verbundstoffe und elektronische Geräte. Und das mit den elektronischen Geräten ist nämlich das Problem. Weil die benötigen Kupferbarren. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir noch Kupferbarren haben. Hier sind schon mal keine Leute. Und hier sind auch... 9, die ich hatte. Nee, haben wir nicht. Die sind hier drin. Okay, Leute. Dann müssen wir umso mehr Spikes bauen. Wenn das jetzt nichts wird, dann ist es so. Wir wollen bloß nochmal zum Abschluss, bevor wir jetzt hier losfliegen, wollten wir es einfach nochmal krachen lassen mit euch zusammen, damit das nicht einfach die letzte Folge hier so sang- und klanglos vorübergeht, wie wir einfach nur nach oben starten und nichts weiter passiert. Deswegen hoffen wir, wie viel hatte der? 30%, ne? Wir können den halt leider nicht reparieren, Leute. Das ist so das Mankel an der ganzen Sache. Wir müssen den neu bauen, ne, Beutel? Der ist weg. Wie, der ist weg? Wir können den nicht neu bauen. Der ist weg. Wie, der ist weg? Der kann doch gar nicht weg sein. Ach doch, der ist weg. Wo ist denn der? Verdeckt. Was? Der kann doch nicht weg sein. Wo hast du den hingetan? In die Werkbank rein. Und warum ist der da nicht mehr? Weil ich ihn zerlegt habe. Nein. Und ich dachte, mit den 30% war nicht weit. Nein, Wutknuppel, warum machst du immer so eine Sache? Okay, Leute, dann gehen wir doch sang- und klanglos davon. Das gibt's doch wohl alles nicht. Oder wir holen schnell ein bisschen Kupfer. Der macht mich fertig, der Typ. Der macht. Ja, wir holen mal schnell ein bisschen Kupfer. Hier ist weit und breit nirgendwo mehr Kupfer, Wutknuppel. Ja, in der Höhle Richtung. Durchs Wüstengebiet in der Höhle, da war noch Kupfer. Nee, das ist so. Pass auf, du kannst weg. Doch, ich lauf schnell hin. Ich mach das schnell. Nee, warte, ich lade mich erstmal aus, obwohl ich baue schon mal die blöde Betonwand auf. Aber richtig, nee, Wüstengebiet ist. Wüstengebiet ist viel zu weit. Also wenn, dann geh ins Schneegebiet irgendwie. Allerdings ist es jetzt auch abends. Ach Mann, der Wutknoppel, der macht mich aber auch fertig. Der nimmt einen Fabrikator nicht mit. Dann baut er diesen Vaporizer, zerstört er den. Ich werde noch bekloppt mit dem. Na gut, ich baue jetzt erstmal die Hütte auf. Dann gehen wir schnell schlafen. Dann holen wir. Müssen wir halt nochmal irgendwo Kupfer holen. Nützt ja nichts. Deine Sorry reicht jetzt nicht, oder?
Ja, das wäre ja auch zu schön gewesen, würde alles ganz normal ablaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jeder. So, Freunde. Also, hier ist das Ding. Dann baue ich mal hier auf euer Anraten ein Türmchen hin. Ein sehr stabiles Türmchen. Hoffe ich zumindest. So, eigentlich brauchen wir ja... Was wolltest du unten reinbauen? Eine Werkbank, um Spikes herzustellen. Ja, genau. Ich würde ja jetzt diesmal wirklich die ganzen Büsche wegmachen und die Bäume. Und daraus können wir ja dann Seile bauen und Spikes. Damit wir da um diesen Vaporizer jede Menge Spikes setzen können. Weil theoretisch haben wir ja jede Horde besiegt. Die im Sand haben wir besiegt, locker. Ja. Auf dem letzten Drücker. Dann haben wir ja jetzt die im Eis gemacht. Und die erste, wo wir aufs Maul bekommen haben, die haben halt nie nochmal gemacht. So, okay, Freunde. Und ich persönlich würde ich schon gerne machen. Also ich bin schon beim Opfer. Nichts über Sahne, was. Irgendwie zickt das Discord gerade rum, ja. Okay, so, das ist schon mal erledigt. Jetzt kann ich aber nicht pennen gehen, weil Wutknubbel sonst wo ist. Ja, du kannst schon mal die anderen Sachen bauen, in der Zeit, wo ich das Kupfer hole. Ich kann das Kupfer schon fast schmecken. Ah, oh, der macht mich stört ab. Irgendwie das Discord schmiert gerade ab. Aber das war ja eh kaputt. Ja, aber 30% hätten wir, glaube ich, geschafft. Naja, ist ja jetzt so. Ja, aber den hast du eigentlich falsch zusammengebaut, weil der im Eisbeeneffekt nichts aus dem Boden rausgeholt hat. Hast du gerade Internetprobleme, Wutknubbel? Kann das sein? Nö, nicht wirklich. Weil du klingst jetzt immer sehr blechern im Discord. Ja, das hatten wir eben schon mal, ne? Das ist meistens doch... Meistens der Fall, wenn irgendeiner der beiden Leute Internetprobleme hat. Und da ich momentan nichts anderes habe laufen, also ich habe wirklich nichts laufen, außer das Discord. Ja, ich auch nicht. Discord und Icarus. Aber deine Frau, die guckt bestimmt irgendwas. Wie spät haben wir? Keine Ahnung, es ist 22.05 Uhr. Dann guck die Augenlider von innen an, das war's auch. So, okay. Also, das haben wir. Die Werkbank nehmen wir mit. Den Schwefel hau ich mal hier rein, halt. Also nicht wundern, dass ich jetzt hier nicht komplett Betonwände unten gebaut habe, aber... Oh, was habe ich denn noch für ein Problem? Es war nicht mehr genügend Material da. Wir hatten nicht mehr genügend Silizium, um noch mehr Beton herzustellen. Deswegen, ja, Leute. Manchmal ist es halt so. So, der Wutknubbel sagte, ich soll mich... Wie viel Kupfer brauchst du denn? Was? Genügend, also richtig viel eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr für was, aber bring mal richtig viel mit. Wir müssen es ja vor allen Dingen noch durch den Ofen jagen. War denn hier nirgendwo mehr Kupfer? Hier ist doch Kupfererz. 42 Stück. Müssen wir doch bloß mal anmachen. So. Allerdings fehlt jetzt wieder Holz. Kein Holz da. Kein Holz da? Kein Holz da. Ist hier Holz? Hier sind 50 Holz. Dann nehmen wir die. Kriegen das schon hin, Leute. Wir kriegen das schon hin. So, dann erlaubt. Naja, was Neues, wenn wir vorbereitet werden, oder? Warte mal, ich muss jetzt mal kurz gucken. Das ist natürlich hier, diese Schrauben hier drinnen, die machen mich wahnsinnig. Wieso sind hier Gifttonikum drinnen? In der Werkbank, das verstehe ich nicht. Und Leder und eine Schiene und Munition und eine Leiter. Ich wundere mich, warum das Ding hier die ganze Zeit unten Schlafsack und Giftpfeile. Wer tut denn das hier rein? Und vor allen Dingen... Silizium. Was ich gebraucht hätte, um... Ja, ihr wisst schon. So, Freunde, was wollt ihr? Ich habe mich eben nur mal kurz leer gemacht.
Gut, wo? Ich habe hier alles Platin, Eisen, Kohle, Kupfer. Kupfer brauchst du ja. Wo ist denn das Stromkabel? Ah, hier. So, ganz kurz die Sache hier anschließen. Hier war's. Einmal links und dann hier rüber. Und jetzt hier aktivieren drücken. Und jetzt müsste das doch hier laufen. Läuft aber nicht, weil ich es nochmal auswählen muss. Genau. Nee. Jetzt herstellen. Okay, Freunde. Das läuft schon mal durch. Hier hinten laufen Kupferbahnen durch. Seht ihr, haben wir auch schon 11 Stück. Und Wutknubbels Müll räume ich hier mal in den Schrank. Schlafsack, eine Leiter, Giftpfeile. Eine Bierflasche. Mhm. Die tue ich auch hier rein. Ja, wenn wir ja nicht mehr zurückkommen, irgendwie muss man nicht mehr aufräumen, oder? Ich frage mich nur, bin ich nicht hier runtergekommen mit einer super Spitzhacke? Wo habe ich denn die in die Mission, weißt du? Ach so, die du da im All gelernt hast. Ja. Die war doch kaputt, oder? Sag mal, hier fehlt auch ein Schrank. Hier fehlt ein Schrank. Hier ist ein Schrank weg. Hier ja, der ist eben kaputt gegangen. Aber warum? Da lag, keine Ahnung, da lag nur die Palette am Boden auf einmal. Ich sag, das Spiel, das spinnt eh total, ne? Aber hier, hast du das Zeug aus der Palette rausgeholt? Weil das war unser ganzes Epoxid. Ja, das habe ich in den Mörser gepackt. Okay. Das wäre nämlich jetzt richtig fatal. Aber ich habe hier auch übelste Rollbacks die ganze Zeit. Na, ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem Internet nicht. Meinst du, die Teresa Orlowski-Kollektion soll ich später runterladen? Eventuell. Eventuell. So, okay. Dann habe ich mich jetzt in der Höhle verlaufen. Du hast ja theoretisch eine Laterne einstecken. Ja, die habe ich dabei. Ich habe knapp 200 Kupfer, das muss reichen, oder? Ja, das reicht locker. Denke ich. Hier sind ja auch jetzt 22 fertig. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Und noch Silizium, sagt er, ne? Nee, das brauchen wir nicht. Ich habe jetzt das Ding schon aufgestellt. Da sind halt ein paar Wände nicht so stabil wie andere, aber es ist egal. So, was war veredeltes Gold? Brauchen wir auch noch? Oh, Leute. Was ist denn hier noch los? So, die Dinger sind... Gold haben wir jede Menge. Die Dinger sind fertig. Wartet, wie war's? Also kein Silizium? Nee. Oh, wie kriegst du nur dieses Kabel weg? Jetzt baut er überall alles ab. Soll jetzt das Kabel abbauen? Mann. So, jetzt müssen wir nochmal hier zu dem. Und jetzt... Das haben sie echt umständlich gemacht. Muss ich mal so sagen, Leute. Da. Okay, da laufen die 10 Verbundswerkstoffe durch. Veredeltes Gold war das hier. Oh ja, da haben wir wirklich genügend. So. 7 Stück. Das heißt, uns fehlen noch 3. Ja, dann reicht das Kupfer locker. Und hier ist Weizen drin. Zerstören. Zack. So, da haben wir schon mal die. Hier sind ja auch noch 9 Kupferbahnen. Oder brauchen wir die auch dafür? Die 9, die im Fabrikator sind, die brauchen wir für den Vaporizer. Ach so, okay. Das waren die letzten 9. Deswegen habe ich die ja zurückgehalten. Jetzt wusste ich nicht, dass man für die Elektronik auch Kupfer braucht. Ich will dich nicht beunruhigen, Mutknubbel, aber irgendwie bin ich sehr auf einmal sehr schadenfroh. Aber die Mats haben tatsächlich gereicht. Ja, ist egal. Wir können den Vaporizer jetzt schon bauen. Entschuldigung.
So. Ist egal. Ich hab's ja verdient. Aber mit 31% dahin zu rennen, wäre wieder Blödsinn gewesen. Ja, wäre aber lustig gewesen, sag ich mal. Ja, aber lustig hatten wir schon. Jetzt müssen wir mal den Skill rausklatschen, oder? Ja, darauf warten die Leute schon die ganze Zeit. So, dann kommen wir halt zurück, damit wir schlafen gehen können. Und dann gehen wir das letzte Mal den Vaporizer an. Mein linkes Bein eingeschlafen. Der Wutknubbel will dann irgendwelche Büsche wegmachen. Ich, während er die Büsche wegmacht, aktiviere ich das Ding. Das ist gemein. Du bist ja derjenige, der immer schlägt, nicht. Nur guck, muss positiv sehen. Wenn wir da jetzt mal wieder verrecken sollten, dann sind wir ja direkt an der Hütte. Ich will immer noch schnell den Schlafsack anlecken. So. Also die Höhle jetzt hier in dem Wüstengebiet, da ganz hinten war jetzt nicht so weit weg. Ging eigentlich ganz gut. Okay. Okay, Leute, Wutknubbel ist auf dem Rückweg. Ich mache einen kurzen Cut, wenn er da ist. Dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Wir haben schön geschlafen. Es ist gerade noch ein bisschen Gewitter, aber das hält uns nicht ab. Jetzt wirklich das Letzte zu machen. Wutknubbel guckt nochmal, ob er auch Mais und alles gegessen hat. Mais und Speck und nochmal trinken. Ja, ich habe auch noch Kupfer in der Hosentasche. Ich mach das mal weg. Genau. Da zieht mich so ein bisschen runter, weißt du. Und wie gesagt, Werkbank habe ich einstecken. Die Hütte, die steht schon. Und wir können dann einfach nur loslegen. Achso, übrigens, Leute. Kurze Frage. Achso, es ist gerade so laut. Ich gehe mal kurz in die Küche. Vielleicht ist es hier leiser. Ne, auch nicht wirklich. Ich habe ja diese komische Axt, diese MXK-Spitzhacke, ne, die ich oben im Orbit gebaut habe. Allerdings, ich stehe jetzt hier, um die zu reparieren, brauche ich einen Fabrikator und irgendwas mal eins, was davor ist. Aber ich weiß nicht, was das für ein Zeug ist, was ich da brauche, um das zu reparieren. Es scheint irgendein spezieller Werkstoff zu sein, den ich noch nicht kenne. Also wenn ihr da was wisst, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. So, Leute. Okay, können wir los, Wutknubbel? Das Gewitter ist auch gleich vorbei. So, der letzte Spaß, den wir hier noch machen. Guck mal, der Büffel zertrümmert unsere Beete. Wie gesagt, wir müssen halt nachher einmal noch zurück, um dieses Exotikzeug zu holen, ne, bevor wir hochgehen. Ja, ja, das ist ja kein Problem. Und wir sind gespannt, ob jetzt dabei genügend rauskommt. Also ob überhaupt was rauskommt. Das Ding scheint ja irgendwie verbuggt zu sein, diese Vaporizer-Mission. Hoffen wir mal, dass alles okay ist. So, noch ein schönes Schlückchen aus dem Fluss das letzte Mal. Sogar ohne Bakterien im Wanst. Ach schön, und da vorne qualmt es schon. Und da müssen wir hin. Bin ich ja mal gespannt, ob man das jetzt besser gemanagt kriegt. Hast du dein Gewehr repariert? Gewehr ist repariert, ich habe knapp 200 Schuss. Okay, ich habe 140, das sollte passen. So, diesmal machen wir aber den Scheiß hier weg. Rings rum. Ich stehe den Vaporizer auch schon mal hin, aber ich aktiviere ihn noch nicht, ne? Ach, das hätte ich schon gebaut, das ist sehr gut. Und dann kann ich im Endeffekt schon mal hier ein bisschen Holz hacken. Weil Seile habe ich 90 Stück dabei. Das wären 20, sag schon. 20 Igel. Ja, ein Rasenmäher wäre geil oder hier so eine Sense. So. Oh, das ist relativ viel Holz, ne? Werkbank steht. Das Holz in die Werkbank rein. Dann kannst du aus den Fasern kannst du Seile schon mal herstellen.
Waffeln. Ach ja, Leute, wir haben übrigens rausgefunden, warum Wutknubbel wie so ein Roboter klingt. Er hat tatsächlich Internetprobleme. Also nicht, ja, heute klappt nichts, ne? Nicht wundern, wir haben diesmal keinen Fabrikator mit. Weil, sollte ja reichen. Die Gewehre sind jetzt frisch repariert. Und, ja. Ich denke mal, das wird reichen. Ich hoffe nur, die Büsche wachsen jetzt nicht so schnell nach, ne? Das wäre eine miese Nummer. Beim letzten Mal kamen die von links unten, ne? Ja, ja. So, das sieht doch hier schon mal ganz gut aus. Ich denke mal, wenn wir auch da oben stehen, dann sehen wir die gut. Okay, Wutknubbel, also hier wäre dann alles soweit. Ja, wir müssen noch Holzsegel bauen, ne? Ja, dann hau dein Holz einmal also, in die Werkbank. Wie gesagt, wir brauchen Seile. Ist so. Und jede Menge Holz, aber die sind relativ teuer. Okay, also Seile sind genug da. Und dann kannst du das, sag ich mal, theoretisch mit aufbauen. So, die Spikes habe ich nicht gelernt. Das heißt, du kümmerst dich um Spikes. Ich mach mal schnell Holz. Das letzte Mal farmen, Leute. Wie gesagt, wir kommen wieder. Keine Frage. Wir machen dieses Jahr nochmal ein Projekt. Vielleicht sind wir da auch zu dritt. Das wissen wir noch nicht. Das werden wir dann sehen, wie sich das ergibt. So, aber das sollte doch an Holz reichen, oder? Gut, Knobel, bist du noch da? Ich bin noch da, ja, ja, ich sag noch nichts, wenn ich mich blechern anhöre, ist blöd. So, okay. Also jetzt sind hier übelst viel Holz drin. Kannst du mal Spikes starten? Achso, du hast schon welche gebaut. Ein Künstler. Der Wutknubbel ist ein Künstler. Ja. Achso, du kannst mir auch einfach... Oder kannst du wenigstens mal kurz in der Werkbank die nächsten Spikes schon durchdrücken? Da kann ich dann auch schon welche aufbauen. Ja, war nicht. Hast du deine Laterne noch an? Ist doch taghell hier. Und wieso wächst hier Unkraut in unserer Hütte? Die nächsten Spikes ist gut, das sind 3 Stück. Ist ja, die sind schweineteuer, die Dinger. Ach, die fressen echt 40? Hm? Nicht schlecht. Ich hab Bilder im Internet gesehen, da haben die da, weiß ich nicht, 100 Spikes hingestellt, oder? Okay. Aber 40 Holz? Das ist ja schon ganz schön... Wie drehst du die eigentlich immer? Einmal klicken. Ah ja. So, dann kannst du die drehen. Pass auf, Komodo-Varan auf links. Ist wie. Das geht ja ab. Ja, wir müssen ja auch nicht übertreiben. Ich glaube hier, das wird easy. Ja, die Frage ist ja, wie schwer darf der beschädigt sein, bis er nachher nichts mehr fördert, ne? Ja. Das ist halt die Frage. Ja, ich denke, das reicht, oder? Ja, wenn wir gut abwechselnd schießen, sollte es eigentlich gehen. Ja, hallo, es kommt, dann starten wir jetzt das Ding. Warte, ich muss mich oben aufstellen. Die Rampe hier zum Hochkommen ist hier drüben, ne? Ich glaube, die sind von da unten gekommen. Ah, ich weiß nicht mehr. Wir gucken ja, einfach, hier, Leute. Hier links. Gucken wir mal. Gucken mal. Mehr wie in die Hose gehen kann es ja nicht, ne?
So, wie aktiviere ich denn das Ding? Verwenden. Ne, Toggle to. Toggle to. Okay. Läuft, Leute. Okay, ich guck links, ja. Ja, da drüben bei dir kommt was und bei mir kommt auch was. Ja, da vorne ist es. Okay. Hä? Wieso beißen hier schon? Oh, die kommen auch von. Okay, die kommen anscheinend von drei Seiten. Alter. Hast du unten? Oh, da kommt ein Alpha-Wolf. Aber ist auch mit einem Schuss weg. Dass der immer so lange laden muss. Ja, das nervt. Aber da gibt's was skillen, ne? Ja, man kann das irgendwo skillen, genau. Die laufen so ein bisschen zickzack bei ja, mir. Ja. Ne? Wie gesagt, ob es am Internet liegt? Ich weiß es nicht. Nee, bei mir laufen die auch zickzack. So, wo bleibt die nächste Welle? Die nächste. Oh, Mist. Der Vorteil ist ja, dass die eigentlich erstmal auf die Hütte gehen, ne? Oder kommt ein Puma? Okay, alles im Griff. Noch ist alles im Griff, Leute. Ich hoffe, die Aufnahme läuft. Noch ist alles im Griff. Wann merken wir denn, wenn das Ding fertig ist? Wenn keiner mehr angreift, ne? Ich habe aber das Gefühl, dass die Mission eigentlich die schlechteste ist. Ne, du hättest ja Waldgebiet, Wüste und dann Schneebiom. Ja. Von Schwierigkeitsstufe her, denke ich mal, ne? Ich schätze mal, hier kommen zum Schluss noch Bären. Also ich würde mal noch nicht so... Die Schnauze aufreißen. Ich kann mir das gut vorstellen. Schnauze aufreißen habe ich im grünen Gold. Gewehr ist auf dreiviertel runter. Komisch, die nicht dazugehören, ne, die Wölfe, ja. Da hast du immer den, sag schon, diesen. Diesen was? Ja, hier, diesen Finishing Move da, ich weiß nicht, wie nennst du das? Dass er dem Pfeil hinterher geht. Critical Shot. Den hast du lustigerweise aber nur bei Tieren, die nicht zu der Dings dazu gehören. Ah, okay. Zu der Welle. Ne, wenn ich jetzt auf das Schwein da hinten schießen würde, hätte ich das jetzt. Naja. Und das finde ich jetzt gut, dass sie das nie gemacht haben bei der Welle. Das. Weil dann würdest du ja komplett den Überblick verlieren. Die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Alter, beruhige dich. Oder ist einer unter der Rampe? Da ist einer unter der Rampe. Okay, ist tot. Da, ey, die kommen hier aus unterschiedlichen Richtungen. Alter, ich treffe nicht. Aber wie viel das ausmacht, ne, wenn man was sieht. Wahnsinn. Scheiße, hier ist wieder einer unter der Rampe. Okay, ist tot. So ein Spaß. Und so viele Knochen. Von wo kommen die denn? Au! Warum machst du das, Mutknuppel? Du hast mich erschossen. Heb mich auf. Ich bin so tot.
Heb mich auf! Wo bist du? Ja, ich lieb hier oben drauf. Was war das jetzt? Oder kommt noch ein Schwarzer? Laufen, oder? Lebst du noch? Komm mir Schnee fahren, ne? Oh oh. Oh oh. Alles gut? Naja, die machen die Hütte hier kaputt. Oder kommt ein Schwarzer? Okay, ist tot. Ach du Scheiße. Hier kommen ganz viele. Okay. Es ist. Du darfst auch nicht in die Hütte schießen, ne? Hinter uns was? Gut, Knubbel, du musst wieder hoch. Ich kann dich hier nicht ewig beschützen. Okay. Oh, ist unten einer? Fuck. Ja. Ah. Bist du wieder oben? Ich okay. Bin oben. Da kommen die einer. Nächsten. Du hättest mich nicht erschießen dürfen. Ja, ich weiß auch nicht. Du bist ja irgendwie vor die Flinte gelaufen. Soll ich runtergehen? Oh oh. Ich geh mal kurz runter. Okay. Okay, das ist keine gute Idee. Okay, unten ist wieder klar. Komm wieder hoch, Wutknubbel. Jetzt noch einer. Alter, okay. Haben wir es geschafft? Die Welle hat es. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Welle war aber ziemlich knackig auf einmal, ne? Wieso hast du dich eingelegt? Du Arsch. Oh, das weiße oh. Eisbär! Okay, er ist ja, tot. Ja, der ist tot. Da kommt noch was. Was ist das, ein Eisbär-Baby? Nee, das ist ein Schwarzer. Schwarzer Panda. Oh nee, hier ist noch ein Eisbär. Gegenstand kaputt. Mein Gewehr ist kaputt. Geht das schlecht? Oh Gott, Handgranaten wären cool. Ich hab Handgranaten. Ja, dann schmeiß eine da runter. Die Hütte. Oh Mann. Wieso kommen denn hier jetzt Eisbären? Sind die bescheuert? Leute! Okay, wir müssen weg! So. Ich bin weg, Mutknubbel!
Ich geh schnell mein Gewehr reparieren. Man kann es auch übertreiben, weißt du? Die Spinner, ey. Baldisch, ich kuschel mit den Bären. Oh Mann. Echt, die sind doch bescheuert, ey. Wo kommen denn jetzt die Eisbären her? Ich bleib mal hier liegen, damit der Dings nicht aufhört, ja? Damit der, der Vaporizer nicht aufhört. Aber beeil dich. Oh Gott. Ich beeil mich. Mehr Eisbären. Gut genug. Ich gebe alles. Doch bescheuert. Haben wir noch Handgranaten irgendwo? Nee, ich habe eine in der Hosentasche noch. Ah, hier ist ein Eisbär mit hochgekommen. Der reißt jetzt unsere ganze Hütte ab. Alter! Vor allem, ich lieg im Feuer hier. Was geht mit dem? Oh, ich muss mein Gewehr reparieren. Ich hab gleich geplante Mandeln. Oh, nee! Mal easy, ne? Oh nee, jetzt lädt er erst nach. Ich bin in der Hütte. Ja, dann geh mal zu dem Vaporizer. Ich habe mittlerweile keine Augenbrauen mehr, ich lieg hier nah am Feuer. Oh, der Eisbär ist tot, okay. Pass auf, kommt ein 100er Komodo-Varan, der leckt an mir. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo du bist, Wutknobbel. Ich lieg quasi an der Rampe. Aber mach erst die Viech. Ich schau mir das hier ganz gemütlich an. Und die Folge, die geht schon da wieder viel zu lange. Da rechnet da keiner mit Eisbären. Weil mit der Babys. Ist der Trex Eisbär... hinter mir bis nach Hause gekommen. Das gibt's ja wohl nicht. Bist du noch vor Ort? Hey, seiner Zweigsamkeit, ja. Warte, ich komme. Ich bin vor Ort. Ich habe keine Handgranaten mit nichts. Ich habe nur ein frisches Gewehr. Ich hoffe, ich kann irgendwas ausrichten. Ich habe auch nur halbe Gesundheit, also. Ach du Scheiße. Ah, sie verfolgen mich. Okay, komm. Au! Ja, er kann nicht rennen, er rennt nicht. Okay. Ah, ich bin tot. Ich bin grad rausgeflogen. Weil die den Host getötet haben oder so. Oh Mann. Okay, Leute, so viel dazu. Wir wollten es halt unbedingt nochmal wissen. Ja, aber bin am Cheaten hier, weißt du, von Ikaros. Guck dir die Typen an, die haben uns im Eisgebiet gepöppt. Jetzt schicken wir dir mal so ein paar Eisbären am Sack. Weil die Eisbären rennen dort noch immer rum, ja. Und ich hab. Vor allen Dingen, ich bin neu gespawnt und hab immer noch eine tiefe Schnittwunde. Wie ist denn das möglich, ey? Oh, tschüss, ey. Die Eisbären, die rennen dort immer noch rum. Und da sind Jaguar und alles ja, Mögliche. Ich komm grad nicht mal zu meiner Leiche, weil dort alles an Viehzeug hinrennt. Oh, tschüss. Ja, aber solange die da hinrennen, bleiben die von dem Vaporizer weg. Das ist auch immer praktisch. Nee, ich meine jetzt normale Tiere. Die Eisbären, die werden den Vaporizer jetzt schön zermüllern, sag ich dir. Wo ist denn noch meine Drecksleiche? Muss doch irgendwo hier vorne sein. Also ich bin hier komplett aus dem Spiel rausgeflogen irgendwie, keine Ahnung. Bereitet Geometrie vor. Ja, das Drama hat angefangen, als du mir vor die Flinte gelaufen bist, ne? Kannst du nicht machen. Oh, jetzt ruckelt's. Das kannst du nicht bringen. Ja, ich mach jetzt. Ah, da sehe ich. Ruckelt.
Alter! Okay, und da sind auch noch ganz viele Eisbären. Ja. Oh, und meine Rüstung ist komplett kaputt. Ich habe immer noch diese hässliche Schnittwunde. Au, und ich werde... Ja komm, Eisbär, Junge, ist tatsächlich... Ja, ja. Ich glaube, der Vaporizer ist abgerissen. Ja, aber die Eisbären sind trotzdem noch da, die Dreckbähne. Ja, aber es kann ja auch nicht sein, wo kommen die auf einmal her? Die Säcke. Ohne Scheiß, Icarus kann uns nicht leiden. Das hat angefangen, als wir den Wurm getötet haben. Da fing Icarus an zu cheaten. Okay, ich mache jetzt die ganzen Eisbären hier weg. Ja, ich komme mal angewackt. Ich habe keinen Sahnemais mehr, blöderweise. Das bedeutet keine Ausdauer. Ja, jetzt bin ich auch noch im Felsen runtergefallen. Mann, 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 Mann. Das sind bestimmt immer noch drei. Sind da jetzt noch Eisbären? Ich glaube, die sind tot. Jawohl. Aber unser Vaporizer ist auch tot. Ja, oh. Ein Eisbär ist hinter mir. Da ist ein Jaguar. Hau ab, du Hoden. Und unsere Hütte ist total zerstört. Och Mann, Leute, ey. Okay, das war wohl eine Nullnummer. Wir wollten ja extra nochmal was mit hochnehmen. Na gut, Freunde, dann ist es jetzt soweit. Jetzt gehen wir wirklich... Jetzt steigen wir in unsere Kapseln. Und... So, ich bringe den Jaguar mit. Ah. Ist doch ein... Verabschieden uns. Bist du gerade an mir vorbeigelaufen? Ja, ja, ich lieg hier wieder. Wo denn? Da, wo du den Dings getötet hast, den Ich sehe dich nicht. Jaguar. Ja, heute die Folge war nicht so erfolgreich, ne? Aber ich glaube, die Zuschauer hatten noch mal ordentlich was zu lachen. Ich finde dich nicht. Wo ist denn deine Leiche? Siehst du mich? Ich bin gerade wieder im Schlafsack oben. Ach so. Okay, passt auf, Leute. Ich habe auch nicht. Ich habe auch übelste Internetprobleme irgendwie. Ich bin an der Hütte. Jo, ich schnapp mir jetzt das Gelumbe und dann geht's ab nach oben, Freunde. Vor allen Dingen wollte ich vor über einer Stunde fertig sein mit Aufnehmen. Ich habe nämlich auch noch anderes zu tun. Oh Mann. Ist der Dicke wieder Ideen hatte, ne? Ah ja, ist ja nicht so schlimm. Kannst du sagen, vorm Stream sind wir einmal verreckt, als wir an den Leitern runtergeflogen sind. Das war jetzt auch nicht so der Bringer. Dann konnten wir dann einmal komplett zurücklatschen, unsere Sachen holen. Aber man, also heute also haben das, wir das Scheiß am Fuß, wa? Das Bären kommen war mir ja irgendwie bewusst. Aber dass es Eisbären sein werden, das war mir irgendwie ja nicht so klar. Da schreibe ich auch die Entwickler an, weißt du, das geht nicht. Das ist einfach assi. So, wo haben wir das Zeug? Das ist einfach assi. Ja. Gut. Auf geht's nach Hause, Leute. Hinten Orbit, hier ist alles kaputt. Wir werfen noch mal einen Blick zurück auf unsere wunderschöne Base. Es hat Spaß gemacht. Es war eine coole Mission. Ne? Also wir haben halt mehr gemacht aus der Mission als andere wahrscheinlich. Ne? Andere hätten die Mission wahrscheinlich in 2 Stunden erledigt. Aber wir wollten halt einfach euch mal zeigen, was hat das Spiel zu bieten an Baumaterialien, was kann man hier noch Geiles machen und so weiter und so fort. Und das mit der Horde war eigentlich, da war eigentlich die Wüste am einfachsten, ne? Ich lauf nicht vor, weil ich habe A, keine Ausdauer, B, kein Mais. Die Schnauze voll habe ich auch. Wie so ein geprügelter Hund laufe ich hier jetzt hinter dir her. Ich weiß nicht mal, hier ist eine Kapsel, ich weiß nicht, welche davon deine ist.
Ich meine, guck einfach mal, die, wo du nicht drauf zugreifen kannst, ist meine. Und ich meine, die hier vorne ist deine. Hier kann ich drauf zugreifen, okay. So, die Axt, habe ich die jetzt mit? Wo ist denn die jetzt? Ach hier, die Spezialaxt, genau. So, Freunde, alles klar. Bist du bereit, die Oberfläche zu verlassen? Und ich sage, warte, nein. Ich muss da zur Kapsel. Hier sind Krokodile. Der lässt mich einfach hier zurück, der Sack. Na, weißt du nicht, wo deine Kapsel ist, oder was? Ja doch, aber ich muss ja nochmal zurück, weil das funktioniert ja nicht, dass ich denn im Orbit Geld habe. Das heißt, ich muss einmal zurück, anscheinend, wie beim letzten Mal, und auch selber nochmal abschließen. Ah, okay. Ne, weil ich möchte ja, dass du abschließt. Ja. Na, bist du jetzt bei deiner Kapsel? Nicht, dass ich bin bei der Kapsel. Alles klar, dann drücke ich jetzt. Achso, Entschuldigung. Eins möchte ich noch sagen. Ja. Weil ich möchte mich einfach mal bedanken bei den ganzen Leuten, die jetzt hier diese Folgen angeguckt haben, die fleißig geliked haben, die fleißig kommentiert haben und uns den einen oder anderen Tipp gegeben haben, der Gold wert war. Und natürlich auch die ganzen Zuschauer, die einfach still und leise geguckt haben, aber hoffentlich genauso viel Spaß hatten wie wir. Das, was Wutknubbel sagt, Leute. Genau, da spricht er mir aus der Seele. Danke an euren Support, dass ihr uns da wirklich so krass mit Hinweisen und Tipps unterstützt habt. War wirklich cool. Wir gehen jetzt. Ja, jetzt klappt. Ich wollte schon sagen, irgendwas stimmt ja nicht. Ich mache aber schnell. Hier ist nämlich ein Leopard und er guckt mich schon so lüstern an. So, Freunde. Bist du oben? Jo, jetzt kommt ein Ladebildschirm. Genau, siehst du, jetzt bin ich nämlich wieder rausgeflogen. So, und jetzt gehe ich nochmal zurück und gucke auch, dass ich hochkomme. So, und wo geht man jetzt hier? So ein Outpost gibt es jetzt noch nicht, ne? Weil, Charakter. Ziemlich vorne im Menü. Ziemlich vorne im Menü könntest du einen Outpost haben, bevor du ein Schürfgebiet beitrittst. So. Da war mal was mit der Belohnung beanspruchen. Outpost. Wir kriegen 250 von dieser Währung und 50 von diesem Zeug. So. Haben wir gemacht. Und jetzt haben wir. Genau, hier stehen 50. Aber wir haben ja eigentlich was mit hochgenommen. Wo ist das jetzt? Ah, die Spitzhacke ist jetzt wieder ganz. Sehr gut. Die repariert es dann im Orbit anscheinend automatisch. Aber wo ist jetzt unser Zeug hier? Was wir jetzt mit hochgenommen haben? Oder hat es das automatisch in diese Währung umgewandelt? Nee, das dürfte eigentlich nicht sein. Weil du ja für manche Sachen die Dinger brauchst, ne? Du brauchst für manche Rezepte dieses Exotik-Zeug. Deswegen wäre es Blödsinn, wenn das umwandeln würde. Muss mal gucken, ob das irgendwo in der Kapsel drin ist. Guck mal, hier kann man doch schon einen Outpost anscheinend. Create New Outpost. Okay. Mach noch nichts. Bitte, ich muss noch hoch. Nee, ich wollte das bloß mal sehen. Hold fast. Ja, ihr könnt ja mal noch was dazu schreiben, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Herbst wieder. Spätestens im Winter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid, Freunde. Es war ein Fest. Die letzte Folge hat nochmal richtig Action gebracht. Ich wünsche euch was. Haut rein. Wir sehen uns hoffentlich vielleicht in einem anderen Let's Play. Wutknubbel, danke. Auch dir. Das war, bitte. Das war ein Spaß. Und das Chaos-Team verabschiedet sich an dieser Stelle. Leute, haut rein. Macht's gut. Ciao. Okay.